ist auch mein Verdienst mit, weil ich quasi dafür gesorgt habe, dass die Russen eingekesselt werden. Das ist jetzt... Okay, stopp. Stopp. Alles sofort stopp. What the fuck? Was zur Hölle war das jetzt bitte? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 mit Leo Belgicus alias Luxemburg alias... ich weiß gerade nicht, was die Situation ist. So, schauen wir uns mal ganz kurz... Ja, das Krabbenreich ist groß und stark, so wie ich es mag. Das reimt sich und was sich reimt, ist immer gut. Und der nächste Feind ist höchstwahrscheinlich dann der böse, böse Russe. Und ich unterstütze die Alliierten natürlich in ihren Bemühungen nicht. Na, ganz klar. Ich finde das nicht gut, was die Alliierten machen. Es ist natürlich die Frage, wie geht man am besten vor gegen Russland? Das ist eigentlich so die Frage, die ich mir jetzt aktuell gerade stelle. Was machen wir denn hier? Warum? Achso, ja gut. Achso, ich bin... Schwan! Stopp! Wo war's das? Nein, nicht das. Ja. Ja. So, brauchen wir ja gar nicht. Wir haben ja keinen Ressourcenmangel aktuell. Auch wenn es viele immer denken. Nein, ich habe keinen Ressourcenmangel. So, was wir jetzt allerdings machen werden. Hier brauche ich ja keine Verteidigung mehr. Unsere Achse ist ja... Unser Bündnis ist ja immens stark. Wir würden jetzt einfach Russland den Krieg erklären. Was hier so Decisions gibt. Demobilize our economy. Was auch immer das bringen soll. Wir können paramilitärisches Training machen überall. Are willing to collaborate with our army. Nice shit. Wir können die tschechoslowakischen Forts dismanteln. Regenwald. Oh, ne. Wir haben keine politische Power mehr. Okay, wir können nichts mehr machen. Wir haben jetzt auch Military Factories ohne Ende. Das ist gut. Das heißt, wir lassen jetzt einmal ganz kurz... Improved Anti-Tanks brauchen wir jede Menge. Was brauchen wir sonst noch? Support Equipment können wir die Produktion ein bisschen erhöhen. Panzer, gut, wir brauchen jede Menge Panzer. Und wir brauchen viele Motorized. Also wird es alles ein bisschen dauern, bis das hier alles wieder auf Vordermann kommt. Aber an sich sollte das jetzt dann alles etwas schneller laufen. Die Garnison brauchen wir nicht mehr. Nation Française ist auch bei mir mit drinne. Gut, dann bleibt eigentlich nichts weiter zu tun, als sich um die Russen zu kümmern. Und wie wir das machen, weiß ich auch schon. Ich weiß auch schon, wie wir das machen. Mal kurz alle Aufträge löschen. So. Zwar einmal. Die zwei schicken wir dorthin. So, dann die drei schicken wir dorthin. Und lassen die quasi von allen Ecken und Kanten in Russland einfallen. Und die Hauptfront machen wir hier, ne, nicht dorthin. Dorthin. Na, klingt total dumm. Man würde denken, ey, der Junge ist geistig behindert. Aber das ist alles, das hat alles sein Ziel und Sinn und Zweck. So, gut. Jetzt warten wir nur noch kurz ab, bis unsere Soldaten alle in Position sind. Und dann geht der zweite Krieg los. Der Nachfolgekrieg, wie ich ihn nenne. So, die können wir alle hier hinschicken. So, Panzer. Wir brauchen halt wirklich Panzer, Panzer, Panzer. Und Improved Anti-Tanks. Ja, die canceln alle ihren Non-Aggression Pact mit mir. Ist kein Problem, ist okay. So. Field Hospital 3. Military Police brauchen wir ja keine. Das ist ja auch so alles in Ordnung. Das ist alles okay. Das sind 20er Rifts. Könnte natürlich auch noch 40er machen. Oder ich könnte aus allen 40er machen, aber mache ich nicht. Ich bin ja eher so derjenige, der hat wirklich lieber so kleinere Truppen und Divisionen. So, wir müssen das alles schnell machen, weil die Russen, die machen hier großen Stress, wie man sieht. So, warten jetzt halt einfach nur mal ab, bis alle Truppen vor Ort sind. Und dann erklären wir den Russen den Krieg. Und dann gucken wir mal, was passiert. Auch mal gucken, wie viele Truppen dann meine ganzen Verbündeten später dann mit zur Verfügung stellen können. Wird auch interessant. So, ich habe immer noch freie Military Factories. Irak hat kapituliert. Oh. Oh. Wartet mal ganz kurz. Interessant. Wer war das jetzt hier? Okay, pass auf. Dann soll er erstmal hier hingehen. Und die zwei machen das hier alleine. Weil sonst habe ich die Befürchtung, dass mir das
nicht passen würde, was dann passiert. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so. Ne? Dispersed Industry 5. Und dann machen wir als nächstes. Das können wir nicht, das können wir nicht. Excavation brauchen wir nicht. Engineering, können wir Decryption und Encryption noch ein bisschen weiter erforschen. Meine Truppen sind alle in Position, ja. Schaut eigentlich ganz gut aus. Hier unten auch, ja. Ja, das heißt, wir können auch gleich alle Battle Plans manuell starten. Machen dann einmal das gute alte Yes-Man. Muss ja jedes Mal neu eingeben, wenn ich neu aufnehme. So. Auf jeden Fall natürlich, wenn es euch gefällt, wenn ihr mehr sehen möchtet, gebt ein Daumchen nach oben. Das freut mich immer sehr. Hä? Ach so, lol, ich bin geistig behindert. Nicht Yes-Man, ist natürlich Hallo Diplom. Yes-Man ist, dass die alles annehmen, was ich denen vorschlage. Das ist das, was ich machen muss. So, jetzt erklären denen jetzt den Krieg. Wir rufen alle Allies mit rein. Und dann gucken wir mal, ob wir die Russen zu Fall kriegen oder nicht. Italien ist stark, Salvador, Peru, da haben einige Starke mit drinnen natürlich. Die Russen haben alles in allem aber eine immens hohe Manpower und sehr viele Divisionen. Aber gucken, was jetzt passiert. Wir werden sehen. Naja, das war hier ein bisschen zu schnell. Mexican Socialist Republic. Meine Verbündeten sind wo genau? Dass ich es weiß. Hier nicht. Hier. Panama sind Verbündete von mir. Ich hoffe mal, dass Russland das einzige Major ist. Ja, okay, gut. Ja, ihr könnt euch alle rufen. Wird euch nichts bringen. So, El Salvador hat kapituliert. Die möchten mir Sachen schicken, nehme ich an. Venezuela möchte Non-Aggression-Pakt machen, danke dafür. Jordanien möchte irgendwas machen. Nehme jetzt einfach mal alles an. Kann nichts Schlechtes dabei sein. Free Military Factories. Improved Anti-Tanks sind demnächst voll. Advanced Artillery, so viel brauchen wir doch gar nicht. Fighter, Close Air Support. Light Tank Produktion, Heavy Tank Produktion. Also bei Heavy Tanks kann ich in der Zwischenzeit sogar schon auf 10er Factories umswitchen. So. So, mal gucken, wie lange das hier in Russland dauert. Da sind einige der russischen Divisionen sind da. Flugzeuge sind auch einige da. So, dauert natürlich kurz, bis die Front sich ein bisschen ausbreitet. Ist jetzt aktuell viel klein-klein mit dabei. Aber so der erste Moment sieht schon mal ganz gut aus. Wir breiten uns hier aus, wir breiten uns da aus. Aber auch der Plan, möglichst viele Fronten gleichzeitig gegen die Russen eröffnen. Das schaut auch ganz gut aus hier unten. Wunderbar, Jordanien müsste ja neutral sein eigentlich. Nee, ist sogar bei den Alliierten mit drin. So, eine neue Panzerdivision. Hallo und herzlich willkommen in meiner Armee. Zwei neue. Sehr gut. So, es macht gleich einen Unterschied, ob man jetzt 400 Military Factories hat oder nur 200. Das habe ich dann auch mal eine, bin ich auch mal in der schönen Situation, dass ich das Zeug habe, was ich brauche. Ist Rumänien bei mir mit drin? Nein, ist Alliierte. Ist ja widerlich. So. Das Sowjet-Union Territory unten. Ich denke nicht, dass sie große Chancen haben. Die haben hier unten zwar einen Hafen, aber ich glaube, die Versorgungswege sind viel zu hoch nach Russland. Die haben, glaube ich, auf lange Sicht hier gar keine Chance. Sie werden froh sein, wenn ich die nicht komplett drangsaliere. Hier gibt es keine russischen Einheiten aktuell. Das spielt mir natürlich in die Karten. Er ermöglicht uns hier direkt groß auszubreiten. Jetzt, man sieht auch sofort hier an allen Fronten. Afghanistan breitet sich eh schon durchgehend aus. Was geht hier ab? Das kommunistische China, Japan. Mit wem sind die Japaner im Krieg? Und mit der kompletten alliierten Welt nach wie vor. Und damit auch den USA. Ich glaube, die USA waren nämlich auch alliiert schon in der Zwischenzeit, soweit ich das noch richtig in Erinnerung hatte. So. Das ist nice. Military Access, bla. Dominion of Republic, irgendwas. Start Land Lease, Guatemala. Neue Division, noch eine Panzerdivision? Echt? Wo? Ah ne, das sind slowakische Truppen. Die können sie behalten, die will ich nicht. So, das sind... Warum habe ich die nicht zugewiesen? Doch, ich habe die zugewiesen. Warum wurden die nicht zugewiesen, wäre die bessere Frage. So. Die brauche ich nicht alle, die können machen, was sie wollen. Es gibt die Achse noch. Das finde ich relativ interessant, dass es die Achse wirklich noch gibt. Afghanistan ist zum Beispiel Achse. Und die sind mit allen im Krieg. Also den Alliierten und den. Okay. Interessant. Ist relativ interessant.
So, Russland, ja, die haben jetzt natürlich ein Problem dadurch, dass ich denen auch den Krieg erklärt habe. Verluste bei uns 13.000, Sowjetunion bereits 400.000. Ich weiß auch nicht, warum wir so effizient sind. Ich meine, ich finde es gut. Kann natürlich auch sein, dadurch, dass ich starke Panzerdivision habe. So, erstmal gucken, wie läuft's hier. Improved Anti-Tanks. Läuft ganz gut. Brauchen wir jetzt nur noch 600. Jetzt gleich nur noch 500. Ne, das bleibt ziemlich gleich. Also wir bauen 75 am Tag, aber das wird nicht weniger, was wir brauchen. Auch interessant. Panzer brauchen wir halt ohne Ende. Motorized brauchen wir auch noch ohne Ende, aber das sollten wir irgendwann mal auf den grünen Zweig kommen, hoffe ich. Wo wir die Produktion jetzt auch nochmal runterfahren können, ist bei den Flugzeugen, glaube ich. Weil ich denke nicht, dass da noch so große Probleme geben wird. Dann können wir das nämlich gleich für die Panzer weiter mit ausgeben, was uns da mehr zur Verfügung steht. Machen wir das so. Medium Tank. Ja, aber Medium Tanks brauche ich gar nicht, ne? Medium Tanks ist aktuell nur für Upgrades. Können wir uns lieber um Heavy Tanks weiter. Jetzt haben wir keine Ressourcen mehr. Guck mal, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem wir tatsächlich keine Ressourcen mehr haben. Guck mal, jetzt muss ich doch. Ich sollte mich doch um. Ah, ne. Wir machen das anders. Ne, kann ich nicht. Warum? Minus 2. Paramilitary Training. Oh. Dauert noch 50 Tage. Naja, gut. Das kostet uns 2 Influence pro Tag. Also 0,5 pro Ding. Und das ist natürlich. Ja, gut, das ist natürlich jede Menge. So, aber Russland, langsam aber sicher, läuft so wie es soll. Wir bringen die langsam aber sicher zu Fall. Verluste bereits 500.000. Manpower technisch ist gestiegen. Okay, na gut, die haben jetzt natürlich ihre Verbündeten alle mit reingerufen. So, aber Japan wird. Boah, Japan wird eine harte Nummer. Es wird eine riesen Front geben gegen Japan. Das wird interessant, was aus dem japanischen Gedöns wird. Wir müssen auf alle Fälle unseren Handel ändern. Wir haben jetzt aktuell Handel, haben wir aktuell Exportfokus. Müssen wir ändern, müssen wir Limited Export machen. Auf alle Fälle, ich brauche mehr Ressourcen für mich selber. Luxemburg East Indies haben ihren Lendlease gecancelt. Finde ich nicht so nett. Die sind ja allein gecancelt, die werden früher oder später sterben. Ist auch mein Verdienst mit, weil ich quasi dafür gesorgt habe, dass die Russen eingekesselt werden. Das ist jetzt... Okay, stopp. Stopp. Alles sofort stopp. What the fuck? Was zur Hölle war das jetzt bitte? Warum? Warum machen die das jetzt? Okay, krass. Das ist jetzt gerade ein riesen Clusterfuck. Mit wem bin ich jetzt alles im Krieg? Mit dem... Dem ganzen Gedöns hier und hier. Gut, das ist jetzt... Krass. Krass, das kommt jetzt hart unerwartet gerade. Gut, wie machen wir das jetzt? Ich bin jetzt kurz überfordert. Ich bin jetzt gerade überfordert. Das war jetzt nie so geplant, wie es jetzt gerade passiert ist. Also da wird die Bezeichnung Total War bekommt eine völlig neue Bezeichnung. So, das sind die hier unten, ne? Genau. Die sollen mal die Sowjets hier unten fertig machen. Wer ist das hier? Wo sind die? Da. Ich würde sagen, wir ändern das hier jetzt einmal ganz kurz. Und fallen hier quasi den Polen in den Rücken. Ne, warte, wir machen das anders, stopp. Ich meine, ich dürfte nicht mal hier sein. Ich bin hier gerade auf nicht genehmigtem Territorium. Ah, ne, wobei. Ne, aktuell ist noch Military Access. Also noch ist das Chaos nicht komplett ausgebrochen. Aber gleich wird es ausbrechen, das ist das Problem. Wer sind die Gelben? Das sind die Gelben. Griechenland ist... Allies. Die sind alle Allies hier, ne? Das ist, oh, ist das widerlich. Pass auf. Alle Befehle abbrechen. Einmal hier hingehen. Zieht euch mal bitte zurück. So, wir zieht euch. Ihr, die zwei ziehen sich zurück. Ja, die können eigentlich weiterhin das machen, was sie machen. Wir müssen erstmal abwarten, was jetzt hier gleich passiert. So, die drei lassen wir mal da. Die machen eine neue Division. Ah ja, wir haben keine. Keine Erfahrungspunkte, dass wir irgendeinen neuen Kommandanten ausbilden, weil wir keine Points haben. Okay, krass. Okay, jetzt rufen sie alle mit rein. Jetzt machen die neuen Aggression Packs. Jetzt sind wir schon im Krieg. Oh Gott, wir verlieren alle unsere Divisionen. Krass. Krasser Move von den Briten, ohne Scheiß. Also das... Wow, das tut richtig weh. Wir rufen jetzt mal alle in den Krieg mit rein, gegen die Alliierten mit. Die haben jetzt nämlich, also die Alliierten haben alle gegen mich mit in den Krieg gerufen jetzt.
Oha, Leute, ohne Scheiß. Na, mit dem bin ich jetzt aktuell noch nicht im Krieg. Mit wem bin ich jetzt aktuell im Krieg? Jetzt zu diesem Zeitpunkt. Noch nichts. Okay. Aber die Briten greifen mich hier an. Zumindest hat es so ausgeschaut gerade. Wir müssen jetzt kurz abwarten. Jetzt Griechenland ist jetzt mit mir im Krieg. So, gucken, ob wir die Front neu ordnen können. Nein, noch nicht ganz. So, die möchten alle den Krieg mit beitreten, habe ich aber schon alle mit in den Krieg reingerufen normalerweise. Habe jetzt eigentlich alle mit in den Krieg gerufen, El Salvador hat kapituliert. Italien hat schon wieder 93 Divisionen. Ich hoffe mal, die machen sich schön nützlich. Stopp. Stopp. Verdammt. Na, ich darf Luxemburg nicht unbewacht lassen, das ist blöd. Cancel mal deine Orders kurz, bitte. Er macht hier Garrison Area. In Luxemburg. So, jetzt kannst du hier wieder deine Dinger machen. United States has joined Greece as our enemy. Wie erwartet. Krass. Also ich habe schon vieles erlebt, aber so einen großen Riesenkrieg, wo wirklich fast jeder gegen jeden kämpft, also das habe ich jetzt so in der Form auch schon lange nicht mehr erlebt. Also das ist hier wirklich alles, hart. Polen ist noch nicht im Krieg mit mir. Wird sich demnächst auch noch ändern. Mein Griechenland ist mit mir im Krieg. United States has called the French Commune. Womit die jetzt auch im Krieg wären mit uns. Das ist hier natürlich jetzt noch ein bisschen suboptimal mit Rumänien. Jetzt joinen sie alle, jetzt hat. Jetzt joinen alle den Krieg gegen mich. Größtenteils. Wobei immer noch nicht alle ganz. Oh Gott, Frankreich expandiert sofort brutal. Ich habe hier keine Truppen. Gott, oh Gott, oh Gott. Machen wir Instant Deploy alles, was wir Instant Deployen können. Ja, da muss ich jetzt hier wirklich, glaube ich, fast. Pass auf, wir machen das anders. Wir machen einmal eine komplett neue Abteilung. Auch wenn ich jetzt aktuell keine Punkte für sowas habe. So. Ja, super. Riesenfront, wie man sieht. Können wir uns mal um das Zeug hier. Neue Airplanes mit dazu schicken. Naval Bomber, Interwar Fighter. Fighter brauchen wir. 500 Fighter. Und dann nochmal Close Air Support ohne Ende. So. Die schicken wir alle zu ihm mit hin. Sollen sich mal um alles kümmern hier. Da die aktuelle Luftüberlegenheit haben. Und dasselbe machen wir auch nochmal. Mit den Fightern. Nochmal 500 Fighter dort. Und 500 Close Air Support. Die wir dann gleich dem anderen noch mit hinzufügen. Na gut, keine 600, 500. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die schicken wir alle zu ihm mit hin. Ja, das ist jetzt, krass. Krass harter Krieg. Mehr kann ich da gerade nicht zu sagen. So. Dann hier müssen wir die Front jetzt einfach neu ändern. Und zwar, ne, wobei, das ist dumm. Machen wir anders. Wir schicken ihn, wir lassen ihn an der russischen Front, aber defensiv. Schicken die zwei dorthin gegen Polen. Dürfen die dann auch gleich mal ausführen. So. Ja gut, hier kann ich nichts machen, das muss ich so lassen, wie es ist. Die sollen einfach mal weiter expandieren hier, die. Welche sind denn das? Die sind das. Sollen wir bitte die Russen jetzt hier zurückdrängen, dass ich da weitere Divisionen zur Verfügung habe. So, dann die Kollegen hier. Die gehen einmal dorthin. Und die gehen einmal dorthin.
So, und dann hoffen wir mal, dass das jetzt erstmal die Lage etwas stabilisiert. Ja, die erobern jetzt hier natürlich. Die Maschine jetzt hier natürlich einmal überall durch. Ich hoffe mal, dass die Italiener jetzt hier irgendwann mal reagieren mit ihren Divisionen. Der Kampf um Luxemburg hat begonnen. Wäre natürlich blöd, würde ich Luxemburg verlieren. Das würde mir nämlich direkt den Krieg kosten. Okay, haben wir erstmal abgelassen von Luxemburg selber. Andere, was das Einzige, was ich jetzt noch machen möchte, ist... gut, maximale Aggressivität habe ich schon bei allen. Okay, noch nicht ganz bei allen. Ich bin jetzt gerade schlecht drauf. Ich möchte wirklich maximale Aggressivität bei all meinen Truppen und Divisionen. So. Guck mal, dass wir vielleicht Polen als erstes zu Fall kriegen. Dass sich die Front einfach ein bisschen stabilisiert wieder. Was ist das hier, wenn ich fragen darf? Achso, die schicken jetzt hier die Trainer, schicken mir Truppen. Das ist nett. Meine Einheiten sind jetzt auch da. Die dürfen direkt eine Gegenoffensive nach Paris starten. Um jeden Preis. Flugzeuge haben sie ja bekommen. Akzeptieren, akzeptieren. Krass. Hätte ich nie erwartet, dass sowas jetzt hier passiert. Ace Pilot promoted. Rumänien ist... Sind die mit mir im Krieg jetzt eigentlich? Nein, Rumänien ist noch neutral. Das erste, was wir jetzt einmal machen, ist mit den orangenen Kollegen... Ne, Sofia ist auch noch neutral. Wer ist denn jetzt mit mir im Krieg? Griechenland ist mit mir im Krieg, aber die fallen gerade. Zum Glück habe ich noch Aggression Pacts mit denen gehabt. Das rettet mich jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen. So, Leo Belgicus. Dachte ich kurzzeitig, verlieren wir komplett. Hat sich allerdings nochmal stabilisiert hier, so wie es ausschaut. Gegenoffensive läuft. Wir haben ja auch schon die ersten Truppen eingekesselt. Ne, das sind meine, die eingekesselt sind. Nein, wir haben Leute eingekesselt. Gut. So. Krass. Mega cool. Mega harter Shit, der hier gerade abgeht. Unassigned Divisions natürlich, wie auch sonst. Noch mehr. Ja. Kanada. Ne, das ist nicht Kanada. Frankreich. Die dürfen ihre Division alle behalten. Hey, wie viel haben die denn? Ihr dürft die alle behalten, habe ich gerade gesagt. So. Kümmert euch da um euren eigenen Schmarrn. Naval Invasion von irgendwo. Northwest Germany. Tatsache, aber da kann ich jetzt nichts gegen machen gerade. Ist halt einfach so, muss ich akzeptieren. Ah, ich bin nicht im Krieg mit Polen. Ah. Dafür müsste ich erst Non-Aggression Pact canceln, oder? Cancel Non-Aggression Pact, Tatsache. Und wenn ich das jetzt müsste, dann Polen eigentlich mit im Krieg sein, oder? Müssten die die jetzt nicht rufen können? Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Warum kann ich die nicht instant deploy? No location sets. Okay, instant deploy. Einmal 3. Und einmal 12. Aber weitere 15. Was auch immer ich jetzt gerade gemacht habe, es war total dumm jetzt hat. So. Und dann tun wir die 15 einmal dorthin schicken. Haben zwar kein General, weil ich keine Punkte habe, nichts, null, nada. Construction Engineering machen wir auch mal aus jetzt. Brauche ich jetzt aktuell nicht, ist Stop. Und wie lange dauert das andere noch hier? Das dauert noch 2 Tage, weil dann kriege ich nämlich wieder politische Power, weil die brauche ich nämlich jetzt dann mal demnächst. Construction 5. Dann machen wir Excavation nochmal mit dazu. Okay, ich habe jetzt mit Warsaw den Non-Aggression Pact gecancelt, aber die gehen nicht mit mir in den Krieg aktuell. Auch interessant. Hält sich alles ganz stabil. Ich meine, gut, wenn die mir nicht den Krieg erklären wollen, soll mir recht sein. Meine Verbündeten hier und ich, wir pushen jetzt hier die Franzosen einmal weg. Und die Naval Invasion müssen wir uns auch kümmern. Wer ist das hier eigentlich? Hier dürft ihr gerne angreifen, ne? Ihr müsst hier nicht zugucken, wie die gemütlich hier meine Regionen klauen. Und aufhören zu trainieren. Danke. Die krassen. Fangen hier einfach an zu trainieren, weil ich aus Versehen auf Trainieren klicke. Während der Feind quasi vor der Haustür steht. So, 1,93 pro Tag. Ja, ist okay. Dass wir zumindest mal irgendwann neue Generäle rekrutieren können. Das ist mal das Wichtigste. So, Dänemark has joined the United States. Bla. Ja, ist okay. Ist okay. Joint ruhig alle.
ich werde jetzt eh früher oder später dann irgendwie Polen noch mit dem Krieg erklären, weil ich meine, die sind bei den Alliierten mit drinne und die sind mit mir im Krieg, also call ich jetzt die mit in den Krieg rein, weil das ja Jugoslavia claims Bulgaria. So, ich meine, die haben mir den Krieg erklärt, also müssen sie jetzt auch damit leben. Dass ich mich dann halt auch räche jetzt natürlich. So, was ich jetzt, erste, was ich jetzt noch mache, mal ganz nebenbei. Gucken, wo ich meine Flughäfen hier habe. Welchen nehmen wir denn da? Ich habe ja gar keinen Flughafen, der wirklich praktisch ist. Okay, doch, hier, okay. Und zwar tun wir jetzt hier einmal Nebelbomber ohne Ende. Über den Ärmelkanal schicken. Ja gut, ich habe nur 600 Stück. Gut, dann machen wir die restlichen, machen wir ein paar Fighter. Hier 300 Fighter. Und kümmert euch einmal hier darum, dass wir den English Channel besitzen. Noch mehr Fighter bitte. So. Ebenfalls hier über den englischen Channel. Dann werden wir jetzt nicht alles wegbomben, was über den englischen Channel kommt. Und alles, was da rumfährt. Also sowohl als auch. So. Des Weiteren hier die ganzen Überreste der französischen Armee fallen. Der ist krank für 30 Tage. Was auch immer das für eine Krankheit ist, die er da hat. Scheint aber was Ernsteres zu sein. Warsaw wird gleich fallen. Die werden sich wünschen, die hätten mir nie den Krieg erklärt. Wenn ich mit denen fertig bin. So, weil Polen wird hier überrannt. Die haben natürlich auch gar keine Division und gar keine Manpower mehr. So, fehlt eigentlich nur noch Warsaw. Schaut auch schon so aus, als ob die sich da schon zurückziehen. Er hat eigentlich Luftüberlegenheit, wenn ich mal fragen darf. Ja, schaut eigentlich ganz gut aus, was Luftüberlegenheit so größtenteils angeht. So, Warsaw haben wir erobert. Krakau ist jetzt die nächste Hauptstadt der Polen. Die Naval Invasion hier, die haben wir eigentlich einen Griff bekommen in der Zwischenzeit, so wie es ausschaut. Da könnte man vielleicht noch Flugzeuge mit hinschicken. Zu denen, ja, die haben nämlich noch keine. Machen wir mal Fighter. Ich habe keine Fighter mehr. Ha. Ja, ganz toll. Das ist jetzt natürlich super optimal. Kurz meine Produktion mal anpassen. Gut, Heavy Tanks brauche ich nach wie vor. Medium Tanks brauche ich nicht so viele. Die Naval Bomber Produktion, würde ich sagen, erhöhen wir mal. Die Fighter-Produktion erhöhen wir mal und die Close-Air-Support-Produktion lassen wir gleich. Gut. Ja, die Kriege, die kosten halt viele Flugzeuge auf lange Sicht. Das ist halt so ein kleines Problem. So, die French Commune, die war auch schon mal größer. Haben sich zwar in den ein oder anderen Gebieten ausgebreitet, bekommen jetzt allerdings größtenteils überall auf die Schnauze. Einfach, weil wir halt auch zu hohe Manpower haben. 9 Millionen Manpower. Und von den 9 Millionen Manpower habe ich nur 2,77 Millionen. Ah ja, okay, wobei, hier Japan ist mit dem Krieg drin, okay, gut. Ich sag schon nichts mehr. Italien ist stark. Und die Luxemburg East Indies und Frankreich ist, okay, 24 Divisionen haben die, die sind ganz passabel, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, einmal Los Generalos, 60 Punktos haben wir nichts, also können wir aktuell nichts machen. So, Danzig, Danzig or War, wie man so schön sagt. Okay, das wären ganz komische Friedensverhandlungen, wenn es soweit ist später. Das ist alles so komisch hier gerade. So, das ist hier Geschichte. Die Briten und Franzosen werden alle zurückgedrängt. Ja, das, was davon über ist, wenn ich mit denen fertig bin. Excavation 1, 2, machen wir alles gleich. Hier kommt die nächste Naval Invasion in meinen Necken. In meinen Neck quasi. Sagen eh mal hier Garrison Area machen. Brauche mehr Divisionen. Habe ich leider nicht. Wichtigste ist halt nur Luxemburg. Die Hauptstadt von Luxemburg darf nicht fallen. Das ist das Wichtigste. Der Rest ist mir egal. So, Paris gehört uns. Brest ist die neue Hauptstadt. Das ist übrigens alles super hier, weil das sind nämlich alles Schiffe, die ich die hier wegballer. Lost, lost. Die verlieren ja so viele Sachen. Das ist eine... Da habe ich mal was verloren, aber ansonsten verlieren die eigentlich nur. Das ist hier uncool. Warum auch immer das hier so ist. Aber gut, können wir jetzt gerade nichts dran ändern. Polen ist gleich Geschichte. Selber schuld, würde ich sagen. Griechenland gibt es immer noch. Die wehren sich echt tapfer. Die Hunde. Tue ich einmal dann kurz die orangene Division. Die hier, ja. Tue ich einmal dann kurz mit zu Griechenland schicken hier. Ich soll mal kurz Athen erobern, dass die Italiener mal aufhören hier mit ihren ganzen Truppen da anzugreifen. So. Rom. Oh, das ist gefährlich hier. Was ist das, wenn ich fragen darf? Wer ist das? Die Briten wieder, oder?
Ja, da ist eine italienische Division. Die kümmern sich schon drum. Ein bisschen, aber nicht genug. Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn Italien fällt, wäre uncool. Weil die fallen nicht direkt, wenn Rom fällt. Das ist mal der Vorteil, aber... Wir hatten das jetzt erobert. Noch keiner. United Kingdom noch nicht. So, wir unterstützen jetzt erstmal in Griechenland. Wann fällt eigentlich mal Polen, wenn ich mal fragen darf? Die wehren sich hier so tapfer und wacker gegen ihre unvermeidbare Vernichtung. Italiener möchten mir Sachen schicken, nehme ich jetzt nochmal an. So, die Naval Invasion wurde zurückgedrängt. Boah, krasse Folge, Leute, ohne Scheiß. Vier italienische Divisionen dürfen sie behalten, schicke ich denen zu. Können die sich mit drum kümmern, was sie mit denen machen wollen? Genauso diese ganzen französischen Divisionen dürfen die auch behalten. So, dann die kroatischen Divisionen, oder was das hier sei? Ne, warte mal ganz kurz. Ja, das ist kroatische Division, die dürfen sie auch behalten. So, das ist eine slowakische Division, die dürfen auch machen, was sie wollen damit. So. Krakau müssen wir jetzt mal erobern irgendwann. Aber zu wenig Manpower hier, oder? Wobei Krakau... Ich wollte die Folge jetzt eigentlich beenden, aber wir haben vielleicht gleich Krakau jetzt. Kapituliert Polen? Eventuell, möglicherweise? Nein, immer noch nicht. Warum nicht? Was ist jetzt denn die Hauptstadt? Pozna. Robert doch jetzt mal Pozna. Kann doch nicht sein, dass die hier durchgehend nicht surrendern. Ich lege ja mein ganzes Augenmerk auf Polen, dass die Polen mal surrendern, dass ich meine Truppen neu formieren kann. Und dann surrendern die einfach nicht. Nö. Die weigern sich einfach. Gut. Wir haben auf alle Fälle mega viel Progress gemacht. Sowohl in Sowjet-Territory als auch jetzt hier. Frankreich fällt fast komplett. Italien müssen wir aufpassen ein bisschen. Aber das kriegen wir schon hin. Krass. Richtig geile Kampagne. Macht richtig viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu Hearts of Iron 4 mit Luxemburg. Macht's gut. Tschüss.